Irgendwie ist die Stelle da oben scheiße. Bisschen übertrieben, wie sich der Sand aufbaut, wenn man dem so nahe kommt. So, was essen wir denn heute mal? Wir haben ja jetzt Auswahl. Hasen haben wir zu viele von. Ups. Wieso klicke ich immer auf Escape? Ich weiß es nicht. Dann baue ich hier mal unsere... Dann machen wir es hier. Erstmal einen Hasen essen, bevor er ankohlt. Und schwarz ist der, aber man kann ihn essen. So. Was wollte ich für hier haben? Ich weiß nicht, was das ist. Food und Water. Hier ist es doch. Habe ich vorhin wohl übersehen, ne? Aber egal. Hier rum ist richtig hier rum. So. Ja, so herum scheint es richtiger rum zu sein. Das kann das schön Wasser sammeln. Das Wasserproblem haben wir somit auch gelöst. Jetzt haben wir hier zu Heim weg. Sonst haben wir Boote. Fallen. Happy Birthday Trap. Juhu. Irgendwelche dekorativen Sachen. Ach genau. Erstmal das Unwichtige bauen. Hier so ein schön. Ist hier irgendwo ein Eingang? Da. Wie viel braucht das? 30. Haufenweise Stickies. Ja, wir beschäftigen uns erst mit unsinnigen Bauten. Wieso braucht man denn 65 Holz? Für was denn? Erstmal ein paar Sticks mitnehmen. Da brauchen wir ja auch eine Menge von. So, wo sind hier die Baumstämme da unten? Das braucht nur 30 Baumstämme. Dort. Und da wird ja wohl noch irgendwo einer sein. Sogar noch einer. Da waren 5 Baumstämme. Die sehen ja auch jetzt irgendwie anders aus, die Baumstämme. Waren die früher nicht detaillierter? Was ist mit unserer Hand los? Die sieht auch nicht so schön aus. Okay. So, erstmal wieder Stickies suchen. Eigentlich brauche ich dafür nur auf den Boden zu gucken. Dort hinten haben wir wieder einen Baum fällen. Geht ja eigentlich recht schnell, so ein Gazebo, oder wie diese Dinger,
wie das Ding heißt. Wusste ich ja vorher nicht, dass es ein Gazebo ist. Für mich ist das ein Pavillon. Alle Bauten dieser Art ist für mich ein Pavillon. Das bauen wir natürlich auch fertig. Aber erstmal soll unsere Behausung natürlich schön aussehen. Dann baut er den ganzen Sticks hin, ach, da oben jetzt auch. Kann man eigentlich von außen irgendwie ansehen, welche Bäume 5 bringen und welche nicht. Ist das an die Höhe oder liegt das an der Breite? Eigentlich ja an der Höhe, aber wer weiß das schon. Bei Phil Forest. So, gehen wir mal nach oben hin, um Sticks zu sammeln. Das sollte hier eigentlich vortrefflich funktionieren. Das stöhnt mir in den Updates ein bisschen zu viel herum. Ich meine, es dürfte jetzt nicht allzu schwer sein, diese kleinen Bäume mit einer Axt zu zerschlagen. Kann das sein, dass das einer dieser Bäume ist, die nur Sticks bringen? Nee. Gut. Wollte schon sagen, ey. Ich hasse solche Bäume. Dauern ewig und bringen ein paar Stickies. Es sind Formen an. Juhu. Wenn man diesen Baum eigentlich nichts bauen kann, könnte ich diesen auch abschlagen, oder? Oder kann ich das nicht? Na doch. Danach essen wir was und dann sammeln wir noch Stickies, ich weiß es noch nicht. Obwohl, ich habe doch in den ersten Spiel an diesem Baum was gebaut, oder nicht? Geht das doch jetzt? Ich teste doch mal. Auch wenn es vielleicht ein bisschen zu spät ist, das Test. So, der hat den jetzt irgendwo angesetzt, aber nicht an diesem Baum. Okay. Dann lassen wir das. Nehmen wir uns die Axt wieder und machen diesen Baum ein. Okay. Bauen wir das eben, dann schlafen wir oder essen wir was, schlafen wahrscheinlich auch. Juhu. Ist denn da jetzt schon was drin? Nicht, dass ich den irgendwo... Hat ja noch nicht geregnet, ne? Hier. Machen wir uns mal wieder einen Hasen. Wie viele Blätter tut er denn drauf? Dass ich hier alle verbrenne. Ich brauche ja noch was zum Bauen.
So. Schlafen scheint problemlos geklappt zu haben, das freut mich. Aber ich verdurste wieder. Und wir haben noch nichts. Das ist ein bisschen schade. Also es muss regnen. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen zweiten Bau. Ah, habe ich noch bekommen. Super. Nur die Hälfte könnte man sagen, haben wir schon geschafft. Und Sticks schon. Von Sticks her sind wir ja schon fast fertig. Und das kann man ja nebenbei machen, eigentlich. So. Mach mal diesen Baum. So. Läuft da bisher gut? Wir hatten noch hier eine Baumstimme da vorne. Muss ich ja immer noch auf Vögel achten, weil die Vögel Federn brauchen. Wir müssen uns mal mit Pfeile ausrüsten. So. Jetzt haben wir jetzt mal wieder ein paar Stickies erstmal. Viele brauchen wir ja nicht mehr. Irgendwie ist das ein Bug, dass wir, glaube ich, so viele Sachen noch brauchen. Wir haben nur nichts gebaut. Oder doch. Und ich hab's schon vergessen. Nee, ne? So, das reicht eigentlich erstmal. So. Ich kann ja hier schon mal ein bisschen weiter planen. Das Stein ist buggy. Das war vorher aber nicht so. Ne? So, von dort könnten wir... Also hier, da, hier früher hat hier auf jeden Fall einer drauf gepasst. Das weiß ich doch noch. Ich hab das doch gemacht. Oder passt das nicht, weil der Baum im Weg ist? Doch, hier. Was ist mit dieser Baum? Ja. Das bringt mir aber nichts. Lassen wir das. Können wir diesen Baum fällen? Glaube nicht. Was auch jetzt ziemlich blöd ist, wenn wir das nicht könnten. Hey, kann man von Bäumen irgendwie Äste abschlagen? Kommen wir nicht dran an den Baum. Sollten wir das vielleicht ein bisschen schräger setzen? Ja. Wir machen das mal weg. Setzen das ein bisschen schräger. Gut, dort ist der Baum, wo ich hin möchte. Dann muss ich das so. Nochmal neu. So. Bauen wir das so hin. Dort oben muss ich dann auch schräger setzen. Viel noch 12. Nee, dieser Baum brauche ich nicht.
die richtige Richtung. So ist eigentlich okay. Das ganze 5 fallen lassen. So. Da läuft, da liegt einer. Da. Und da ist noch einer, okay. Ach, jetzt kommt der Boden. Den kriegen wir, glaube ich, wo ich den Fortschritt gerade nicht sehe. Versuch mal anders hier. Shit. Kriegen wir doch jetzt noch fertig. Okay, so, nur noch 5.